deinstalliere ich den AquaVolta Elegance Untertischwasserionisierer an die Kaltwasserleitung mit einem einstellbaren Winkelabsperrventil. So wird's gemacht. Um das Winkelabsperrventil an meinem Kaltwasser-Eckventil zu installieren, brauche ich einen 19er und 23er Gabelschlüssel, Lappen und einen Eimer. Ich finde das Eckventil unter meiner Spüle und drehe es nach rechts herum zu und lasse oben an der Armatur den Druck ab. Den Eimer stelle ich unter das Eckventil, falls Wasser austritt, was meistens der Fall ist. Jetzt löse ich mit dem 19er die Verschraubung und drehe sie von Hand ab. Weil er Wasser beinhaltet, lasse ich den Schlauch in den Eimer hängen und schraube das Absperrventil handfest auf das Eckventil. Mit Hilfe des 23ers ziehe ich die Verschraubung fest. Bevor ich den Schlauch wieder anbringe, schaue ich, ob eine funktionierende Dichtung in der Verschraubung ist. Auch hier die Verschraubung handfest anziehen. Und mit Hilfe von 19er und 23er festziehen. Der Schlauch kann noch gedreht werden und ist trotzdem dicht. Am Ende sieht es dann so oder ähnlich aus. Für den nächsten Schritt brauche ich eine Bohrmaschine, einen 3 mm Vorbohrer, 10 mm Bohrer, eine 35 mm Lochstanze und einen 17er Maulschlüssel. Damit schaffe ich das Loch für den Bedienhahn. 10 mm Bohrer einspannen, Stecker in die Steckdose, Laufrichtung der Bohrmaschine beachten und ein 10 mm Loch bohren. Hier habe ich schon kleiner vorgebohrt, deshalb zeige ich dies nicht mehr. Stecker wieder raus und Bohrspäne vorsichtig entfernen. Das Unterteil der Lochstanze abschrauben. Es gibt unterschiedliche Modelle, die sich im Aussehen von dieser hier unterscheiden können. Oberteil mit Schraube ins Loch einführen und das Unterteil von unten fest darauf schrauben. Mit dem 17er Maul schraube ich nun die Schraube fest, wodurch ich, wie bei einer Schere, ein 35 mm Loch in meine Spüle mache. Keine Angst, es gibt Hahnlochstopfen, mit denen ich solche Löcher bei Bedarf wieder verschließen kann. Jetzt die Lochstanze wieder auseinandernehmen und das ausgestanzte Teil zum Recycling geben. Puh, kurz durchatmen, fast geschafft. Jetzt kommt der Bedienhahn und diese beiden Steckverbinder, groß und klein. Die roten Kappen von den Schläuchen nehmen. Auf diesen Schlauch kommt der kleine Steckverbinder mit dem kleinen Innendurchmesser. Und auf den anderen der große. Bis zum Anschlag draufstecken und zur Prüfung, ob es auch fest sitzt, ein bisschen hin und her wackeln. Den Kabelbinder entfernen und die Befestigungsmutter vom Bedienhahn herunterdrehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist, überleg dir doch, ihn zu abonnieren, damit du keine Tipps und Tricks verpasst. Wichtig, dass diese Dichtung drauf bleibt und mit eingebaut wird. Die Mutter über die Anschlüsse und das Kabel wursteln. Kabel und Anschlüsse in das 35 mm Loch führen und den Bedienhahn ebenfalls da reinstecken. Die Dichtung hierbei mit dem Finger gegen Herunterrutschen sichern und dann den Hahn einfach schräg im Loch stecken lassen. Unter der Spüle die Befestigungsmutter wieder über das Kabel und die Anschlüsse wursteln und die Mutter am Bedienhahn festschrauben. Oben den Bedienhahn so ausrichten, dass ich bequem ein Glas zum Abfüllen darunter stellen kann.
und nach allen Seiten Bewegungsfreiheit besteht. Das ist für mich wichtig beim Spülen. Jetzt hole ich mir das Gerät und diesen Steckverbinder. Der wird oben am Gerät bis zum Anschlag in den Wasserauslass für basisches Wasser geschraubt. Das heißt, der O-Ring ist nicht mehr sichtbar und ich kann nicht mehr von Hand weiterschrauben. Mit einem Messer oder Schraubendreher entferne ich den Gummideckel oben auf der Geräterückseite. Als nächstes lege ich das Gerät auf sein Gesicht und finde an der Unterseite die mit In-Out markierten Anschlüsse. Hier entferne ich die Verschlussstopfen, indem ich den Sicherungsring mit dem Finger so hineindrücke, dass er den Stopfen freigibt. So, hier kommt der, bitte beachten, dünne Schlauch. Den lasse ich ein Stück länger, als ich ihn brauche, und schneide ihn mit einer ganz normalen Schere ab. Die Schnittstellen drücke ich von Hand wieder ein bisschen rund. Viel mehr Informationen gibt es auf unserer Website. Du findest den Link in der Beschreibung. Die Schlauchstücke führe ich nun in die In-Out-Anschlüsse und prüfe auch hier wieder ihren festen Sitz. An den Auslass für basisches Wasser kommt, wie man sieht, der dicke Schlauch. Diesen habe ich auch etwas länger gelassen, da ich das Gerät in eine Schublade einbaue, damit ich diese bequem rein und raus bewegen kann. Zur einfacheren Erkennung markiere ich mir hier den Out-Schlauch mit einem Stück Klebeband. So, here we go! Jetzt kommt das Gerät an seinen Platz. Und ich entferne den Kabelbinder vom Stromkabel des Geräts. Als erstes schließe ich den dicken Schlauch vom basischen Auslass an den dicken Schlauchverbinder. Dann den vorher markierten dünnen Schlauch out an den dünnen Verbinder. Jetzt nehme ich den Stecker des Datenkabels und stecke ihn in die Buchse auf der Rückseite des Gerätes. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, schließe ich jetzt das Ventil und führe den In-Schlauch in dieses ein. Auch hier prüfe ich wieder auf festen Sitz. Danach drehe ich das Eckventil wieder auf, nach links, und öffne das Ventil zum Ionisierer. Hier kann ich nachher den Durchfluss regulieren, um den pH-Wert am Ionisierer richtig einzustellen. Ich nehme den Eimer weg und beseitige ausgetretenes Wasser. Noch den Gerätestecker in die Steckdose, bei mir ein Verlängerungskabel. Ja, fast fertig. Die Anzeige macht beim Einschalten sowas. Und am Ende checke ich nochmal kurz, ob auch alles dicht ist. Oben am Bedienhahn schalte ich nun auf Purified und lasse das Gerät ein paar Minuten laufen, um etwaige Verarbeitungsrückstände zu entfernen. Das mache ich übrigens auch nach jedem Filterwechsel. Zum Schluss gehe ich nochmal schnell die verschiedenen Einstellungen des Geräts durch. Ich stoppe mal und schalte auf Alkaline. Aha, es startet auf Stufe 2. Ich schalte es ein und es läuft. Ich schalte bis Stufe 4 durch und danach fängt es wieder bei Stufe 1 an. Jetzt schalte ich auf Acidic und man höre da, es macht einen Hinweiston, dass jetzt saures Aktivwasser aus dem oberen Auslass kommt. Sauer Stufe 2 und jetzt kann ich noch Purified schalten, um nur gefiltertes Wasser zu erhalten. Als letztes teste ich jetzt das Wasser mal auf Stufe 2. Hier testen wir gerade die Funktion der Schalter am Bedienhahn. Schau dir hier weitere Videos zum Aquavolta Elegance an und abonniere unseren Kanal für mehr Tipps und Tricks rund ums Trinkwasser. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!